Ja, sehr verehrte Damen und Herren, wir sind bei den Fragen und Antworten zur Realschule Wallenhorst. Ich habe ja den Infoabend aufgezeichnet, hier auch als digitale Aufzeichnung. Der dauert etwa 30 Minuten. Wenn Sie sich kurz informieren möchten, dann sind Sie hier bei diesem Video richtig. Zahlen, Daten, Fakten. Unsere Realschule gibt es seit dem Schuljahr 77-78, also schon ein paar Jährchen. Aktuell haben wir 390 Schülerinnen und Schüler verteilt auf 16 Klassen. Wir sind 31 Lehrkräfte aktuell. Wir haben einen Schulsozialpädagogen. Wir haben vier pädagogische Mitarbeiterinnen, im Moment nur vier aufgrund von Corona. Wir haben eine Sekretärin, wir haben einen Schulassistenten und einen Hausmeister, also alles, was zu einer Schulgemeinschaft dazugehört. Wir arbeiten nach dem Doppelstundenprinzip und das aus vollster Überzeugung mittlerweile. Das Doppelstundenprinzip ermöglicht uns innerhalb des Fachunterrichts zu differenzieren, anzuleiten zum eigenverantwortlichen Arbeiten. Das Doppelstundenprinzip bedeutet, es gibt nur drei Fächer an einem Tag. Das heißt, es gibt nur für drei Fächer Hausaufgaben. Es gibt nur für drei Fächer, oder man muss nur für drei Fächer die Schultasche packen. Das reduziert sich also sehr und es entschleunigt den ganzen Schultag. Wir sind eine offene Ganztagsschule. Das bedeutet, von Montag bis Freitag kann jeder Schüler bis 15:30 Uhr in der Schule arbeiten und lernen oder etwas unternehmen. Aber wir zwingen keinen, am Nachmittag hier zu bleiben. Das heißt, wir haben keinen verpflichtenden, verbindlichen Ganztag am Nachmittag. Die Mensa, die wir uns mit der Alexanderschule teilen, ist für alle Schüler geöffnet. Jetzt mal denken, die Mensa ist doch immer für alle geöffnet. Nein, nicht unbedingt. Eigentlich ist es so, dass nur die Kinder essen können, die auch im Ganztagsunterricht etwas belegt haben. Das ist bei uns anders. Das heißt, Ihr Kind kann morgens den Pflichtunterricht belegen, die 6 Stunden bis 1:15, kann dann in die Mensa gehen, etwas essen und dann nach Hause fahren. Wir unterrichten nach der Stundentafel der Realschule. Wir haben kleine Ergänzungen, Erweiterungen genommen zur Stundentafel, aber im Grunde genommen haben wir die Stundentafel der Realschule. Wir sind mehrfach ausgezeichnet, unter anderem im Exzellenznetzwerk MINT-Schulen Niedersachsen. Insgesamt ist der Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik ein sehr starker Bereich bei uns und überhaupt in der Gemeinde Wallenhorst groß vertreten. Wir haben an dem deutschlandweit größten Wettbewerb für die Schulen, die zum Realschulabschluss führen, teilgenommen und sind da landesweit Dritter geworden, durften dann auch aufgrund des Gewinns nach Berlin fahren und waren beim Bundespräsidenten. Das war ein schöner Erfolg für die gesamte Schule. Wir sind in dem Bereich Berufsorientierung ausgezeichnet und haben das Zertifikat Startklar für den Beruf erworben. Und das neueste Zertifikat ist Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit haben wir die Verantwortung und die Pflicht, als Schule daran zu arbeiten und aufzuklären und verschiedene Projekte zu entwickeln. Mein Name ist Stefan Schmidt, ich bin der Schulleiter hier in der Realschule Wallenhorst. Ich bin bereits seit 2004 in der Schulleitung tätig, erst als Konrektor an der Realschule in Dissen damals. Da war ich dann auch ein Jahr lang kommissarischer Schulleiter. Dann bin ich zu einer sehr viel größeren Schule, zur Haupt- und Realschule nach Hagen gegangen, war da erster Konrektor und durfte dann auch die Schule ein Jahr lang leiten, durfte in der Planungsgruppe für die Oberschule mitarbeiten und habe dann gesagt, so, jetzt habe ich mehrfach Schulen geleitet, kommissarisch, jetzt möchte ich meine eigene Schule haben und bin dann seit 2012 hier in Wallenhorst an der Realschule Wallenhorst als Schulleiter tätig. Ich habe verschiedene Fortbildungen, die meine Tätigkeit als Schulleiter unterstützen. Ich habe mehrere Fortbildungen im Bereich der Netzwerkadministration. Das heißt, das alles, was zur Digitalisierung im Moment ansteht, das ist mir nicht fremd, ganz im Gegenteil. Ich habe eine Fortbildung, Multiplikator-Fortbildung im Bereich der Lernmethoden, das heißt Clipboard-Methoden, absolviert. Das ist alles, was zum Unterricht gehört. Wie lernen die Schüler? Welche Methoden gibt es, um etwas aufzubereiten? Das kommt mir hier in der Schulleitung natürlich sehr entgegen. Und ich habe schon, als ich noch Konrektor war, neu ernannte ständige Vertreterinnen und Vertreter ausgebildet. Dann habe ich die neuen didaktischen Leiter für Oberschulen und Gesamtschulen ausgebildet. Und aktuell bin ich dafür zuständig, dass ich die neu ernannten Schulleiterinnen und Schulleiter in Niedersachsen qualifiziere. Meine Vertreterin ist Frau Redmann. Frau Redmann ist schon lange an dieser Schule, erst als Lehrkraft tätig gewesen und seit 2013 als ständige Vertreterin an meiner Seite.
In dem Organigramm sehen Sie die Verantwortlichkeiten der Schule. Sie müssen jetzt keinen Bereich lesen können, dafür ist das viel zu klein und viel zu umfangreich. Es geht mir darum, dass Sie sehen, wir haben die Verantwortlichkeiten in der Schule verteilt. Das ist meiner Meinung nach enorm wichtig, weil kein Mensch kann eine Schule dieser Größenordnung alleine leiten. Ich glaube, auch eine kleine Schule kann nicht von einem alleine geleitet werden oder sozusagen so das Profil der Schule und die Verantwortung der Schule übernommen werden, dass einer das alleine macht. Das ist eine Schulgemeinschaft und wir sind eine Schulgemeinschaft. Wir haben die Verantwortlichkeiten auf viele Schultern verteilt und das ist mir ganz wichtig. Wenn Sie einzelne Bereiche näher interessieren in dem Organigramm, Sie können auf die Homepage gehen, dann können Sie das auch groß scrollen, sodass Sie einzelne Bereiche ansehen können. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.